Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem angespielten Spiel, das schon etwas älter ist. Sniper Elite V2, Version 2, Remastered. Und ja, was hat mich dazu gebracht, das für den PC zu machen? Auf dem PC, ja, ich wollte mir eigentlich für die Konsole holen. Auf der 3 Xbox 360 hatte ich es schon, Xbox One kompatibel, glaube ich. Weiß ich. Ja, also die Remastered-Version auf jeden Fall wollte ich mir nochmal holen, aber ich habe es doch mich für den PC entschieden. Ihr seht, ich habe schon mal angespielt, Spiel fortsetzen. Es ist nur, also damit ich sehe, wie eigentlich die Einstellungen alle funktionieren, habe den Ton soweit etwas leiser gemacht und ja, ihr seht schon, Spielzeit 9 Minuten 47 habe ich schon gezockt. Angespielt. Okay. Ich fange einfach mal an und melde mich dann wieder. Okay. Ja, ich bin sicher. Das reicht aus, denke ich mal. Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. General Major Hans von Eisenberg verhandelte heimlich für eine sichere Passage für sein Team. Fünf der Top-Männer des V2-Programms. Er traf seinen russischen Kontaktagenten am Brandenburger Tor. Das war meine Chance, ihn auszuschalten, bevor er seine Aufgabe vollbringen konnte. Ich war bereit, konzentriert, zuversichtlich. Ich wusste noch nicht, dass dies die schwierigste Mission aller Zeiten für mich werden würde. Ah, und los geht's, Leute. Wie schon, also das letzte Mal, wo ich es angespielt hatte, es ist wirklich schön. Sieht schön aus. Ich mag Remastered-Versionen, stehe irgendwie drauf. Von Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Sein russischer Kontakt auch nicht. Ich hatte einen klaren Schuss, der geringste Druck auf den Abzug und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben. Der Wind war also kein Problem. Ich atmete kurz. Ich atme nicht kurz durch, es geht ab. Mal sehen, ob ich den anderen Typen, den Informanten, noch treffe. Sehr schön. Nein. Ah, das war Absicht, dass ich den nicht treffen darf. Oh, wow, ganz langsam. Deckung war, ja, okay. Keine Gefahr. Doch. Hier ist eine Gefahr, das bin ich. Wo war der jetzt? Ach, der ist dort. Nicht zu erkennen, den ganzen. Wen gibst du hier Anweisungen? Na?
kleiner Mann. Er ist gar niemand mehr. Ja, steh auf. Oder doch? Oh, das ist ja ziemlich flüssig läuft das Spiel, muss ich sagen. Ziemlich flüssig. Na gut, es ist ja schon eine Weile her, wo es rauskam. Nein, 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 nicht anecken, nicht anecken. Nicht zu rein. So, Moment, ich muss mich gerade mal kurz kratzen. Was wollte ich eigentlich noch sagen? Ah, das war das Fernglas. Steh auf. Oh. Oh, zwei. Einmal, das ist gut. Das ist gut. Schaut euch auf. Kommt auf. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wo willst du hin? Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich muss erstmal hier hinten irgendwie. Hey! Feigenschwein. Zack. Such weiter. Er ist hier irgendwo. So, hier rennt jemand durch den Raum. Ja, Remastered-Version. Eigentlich so mit allen DLCs dürften die sein. Den hab ich das schon. Stirb. Hilfe! Such weiter! Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Das ist zu helfen. Ich fürchte, ja, hätte ich das Scharfschütze. Nein, nicht so. Jawohl, jetzt. Ich liebe diese Kameraführung. Bullet Cam, okay, ich kann mir nicht sagen. Bullet Cam natürlich. Ich hätte schon können schon längst schießen. Vielleicht bin ich ja auch für ein Sniper-Spiel zu geduldig. Wer? Wer? Ja, ich weiß, es ist eine Weile her, also nehmt's euch nicht übel, das ist nun mal so. Da würden einige Klugscheißer jetzt kommen und sagen, oh, ich meine, das ist doch nicht so schwer. Ich bin halt ein konzentrierter Mensch. So, noch jemand? Nein? Okay, geh ich jetzt mal. Von Eisenberg war tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch vier übrig. Noch vier übrig. Mache ich noch ein Stück?
Ja. Der Geheimdienst nannte mir mein nächstes Ziel. Dr. Gunther Kreidel, ein Fachmann der Raketenmotoren. Er reiste mit einem gepanzerten Konvoi durch die Stadt. Wir glaubten, dass er Dokumente bei sich trug, die mich zur V2-Produktionsstätte führen würde, wo die anderen drei Wissenschaftler warteten. Ich hatte einen Punkt auf der Strecke gefunden, wo ich eine Falle legen und den Konvoi stoppen konnte. Natürlich wurde das Gebiet verteidigt. Ich hatte nichts anderes erwartet. Ah, okay. Das hat jetzt geschallt. Ah, sehr schön, die ganzen... Also die Flammeneffekte und so. Er versteckt sich irgendwo. Ups. Sorry, ich hab gerülpst. Ich bin halt aufgestoßen. Ja. Mein angespielt. Versteckt sich irgendwo. Sagt aber auch. Ja, mal, dann geht das auch hier wie ein Sniper. Nein. Ich glaube, da musste man auf den Tankdeckel schießen. Oder? Nein? Oh, shit. Überprüf die Fenster! Hey, mein Kleiner, was versteckst du dich denn da? Oh, das ist hochgeploppt. Was macht der da? Töte den Scharfschützen. Naja, ich wäre wahrscheinlich gleich tot sein. Wenn ich tot bin, dann höre ich auf. Ja, ist ja nun angespielt. Ja, Sniper Elite funktioniert perfekt auf dem PC und kann ich nur empfehlen, wer das Spiel noch nicht gezockt hat. Finde ich auch gut, diese Remastered-Version, was es alles so gibt. Für Leute, die die Spiele noch nicht gezockt haben, das finde ich super, dass man sowas macht. Ja, mit allen DLCs. Ich hatte ja auch Resident Evil Revelations, den ersten Teil, da waren auch alle DLC dabei. Das gilt auch für die Online-Dinge, Online und alles, bla bla bla. Alles, was dazugehört, wenn die Spiele schon etwas älter sind. Ja. Ja, was steht hier? Genauigkeit waren 100%, das lese ich immer gerne. Zielgenauigkeit war, na, da ganz bestimmt nicht. Okay. Ja, ich würde sagen, weiterzocken, Leute. Zockt, ja, das ist auch ein cooler Spruch. Weiterzocken, bis dann. Okay, dann verabschiede ich mich erstmal von dieses kleine Angespielt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, habt mir gerne zugehört und hört mir auch in Zukunft noch zu bei weiteren Videos, die dann folgen. Und vielen Dank dafür. Ja, wenn jemand was über den Zweiten Weltkrieg wissen will, es gibt genügend Hitler-Dokus und alles mögliche in YouTube. Das ist auch was anderes. Das Spiel ist schon geschichtlich ziemlich nah am Geschehen und ja. Okay, dann viel Spaß beim Nazis abknallen und bis zum nächsten Angespielt. Ich bin erstmal weg. Vielen Dank. Ciao.